Brandenburg hat gewählt. Was bedeutet das am Tag danach? Und zwar über Brandenburg hinaus. Die Analyse mit Bildpolitikchef Jan Schäfer. Jan, schauen wir zuerst zusammen auf das vorläufige amtliche Endergebnis. 30,9. Die SPD kann wie seit 1990 schon weiter regieren. Stärkste Kraft in Brandenburg. Die AfD hat es nicht auf die 30% geschafft. Die CDU abgeschmiert, muss man sagen, 12,1. Doch hinter dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Grünen sind raus, die Linke sind raus, die Freien Wähler sind raus und die FDP unter Sonstiges. Ja, das war wirklich ein überraschender Wahlabend, muss man ja sagen, den wir erlebt haben, dass die SPD auf den letzten Metern, muss man sagen, noch an der AfD vorbei zieht. Das hatten keine Meinungsforscher eigentlich zuletzt auf dem Zettel. Und deswegen muss man sagen, ein großer, großer Überraschungstriumph für die SPD und natürlich für Dietmar Woidke, den Ministerpräsidenten. Schauen wir, wie der Landtag aussehen könnte. Nur noch 4 Parteien dort jetzt vertreten. 88 Sitze gibt es. Und jetzt gehen wir mal durch, welche Möglichkeiten Dietmar Woidke hat, eine Regierung zu bilden. Also die SPD stellt den nächsten Ministerpräsidenten. Er könnte zusammen mit der CDU regieren, käme genau auf die Hälfte, 44, keine Mehrheit, bräuchte also das Bündnis Sarah Wagenknecht noch dazu, um auf eine Mehrheit zu kommen, könnte aber dann auch sagen, na dann kann ich auch auf die CDU verzichten, denn ich kriege auch so eine Mehrheit und erspare mir ein bisschen Ärger. Richtig, wir wissen, und das nicht zuletzt, seit es die Ampel in Berlin gibt, dass Dreierbündnisse in der Regel noch schwieriger sind als Zweierkoalitionen. Jetzt ist das Bündnis Sarah Wagenknecht auch wieder eine ganz, ganz spezielle Partei. Von daher, Dietmar Woidke hat jetzt, muss man sagen, die Qual der Wahl. Möglicherweise macht er es doch zusammen mit der CDU einfach, um dann immer einen Bündnispartner noch zusätzlich an seiner Seite zu haben. Aber mit Blick auf das, was du gerade gezeigt hast, wäre es natürlich mit dem BSW alleine viel, viel einfacher. Aber das ist möglicherweise eine optische Täuschung. Am Ende, glaube ich, eher wird er eine Dreierkoalition eingehen. Also er ist auf jeden Fall der Gewinner des Amts. Was bedeutet das jetzt über Brandenburg hinaus? Die Ampelpolitiker werden wach und was geht ihnen durch den Kopf? Fangen wir an mit Christian Lindner, der wahrscheinlich die größten Kopfschmerzen hat. So viel Aspirin kann er wahrscheinlich gar nicht nehmen. Der hatte sicherlich eine kurze Nacht heute, das wissen wir, bei allen Parteien stehen ja die sogenannten Gremiensitzungen auf dem Programm, also die Spitzen der Parteien kommen zusammen und bei der FDP, das haben wir jetzt am Abend schon gehört, aber das wird sich auch in den Morgen natürlich mit hineintragen, gibt es massiven Unmut, es ist erneut eine drastische Wahlschlappe, die diese Partei jetzt erlitten hat, 0,8%, das ist ja eigentlich gar nicht mehr messbar, also komplett am Boden und Wolfgang Kubicki, der FDP-Vize, hat es gestern Abend ja schon angedeutet, es wird so etwas wie ein Ultimatum geben. Wir hören es auch von anderen Mitgliedern und Abgeordneten, die jetzt sagen, es muss was passieren. Christian Lindner muss heute am Tag danach eine Botschaft formulieren, wie man sich dieses Ampelaus jetzt vorstellt. Wenn das nicht macht, wird der Druck auch auf ihn deutlich, deutlich steigen. Was denkt sich Olaf Scholz? Dietmar Woidke hat einen Wahlkampf ohne ihn, fast gegen ihn geführt und hat gezeigt, ohne Scholz, da läuft's. Olaf Scholz denkt sich sicherlich erstmal, so hat er es ja auch formuliert in New York, da ist er gerade bei den UN. Mensch, das ist alles super gelaufen, hat klasse geklappt. Und Olaf Scholz weiß ja aus der Bundestagswahl 2021, dass er auf den letzten Wochen, auf den letzten Metern vor einer Wahl ja noch sehr, sehr viele Prozente auch holen kann, sehr, sehr viele Wähler gewinnen kann. Das ist immer noch bei ihm drin. Dietmar Woidke hat ja gezeigt, dass das auch möglich ist. Nichtsdestotrotz gibt es aus der Partei gestern auch in Form von Generalsekretär Kevin Kühnert massive Botschaften, Frustbotschaften auch schon an den Kanzler, dass er seine Performance deutlich verbessern muss, dass er viel mehr SPD-Politik jetzt auch in der Regierung durchsetzen muss. Sonst wird es ungemütlich für Olaf Scholz, nicht nur in den nächsten Wochen, sondern auch mit Blick auf den Beginn des Wahljahres 2025. Frust sicherlich auch bei Robert Habeck. Die Grünen von über 10% auf jetzt 4, irgendwas und raus. Er möchte auch gerne Kanzlerkandidat werden. Mit welcher Berechtigung? Ja, das ist jetzt schon innerhalb der letzten 3 Wochen das zweite Mal, dass die Grünen aus einer Regierung fliegen. Genauso wie in Sachsen sind auch nicht mehr im Landtag vertreten. Und deswegen für Robert Habeck und die Kanzlerkandidatur gibt es eigentlich nur eine Botschaft, eine Partei, die bundesweit auch bei rund 10% liegt im Osten, so dramatische Probleme hat, auch über die 5%-Hürde zu kommen. Die macht sich, wenn ich das so sagen darf, fast lächerlich, wenn sie einen Kanzlerkandidaten aufstellt. Sprechen wir noch über die CDU. Friedrich Merz, was geht dem heute durch den Kopf? Gerade frisch gewählt worden als Kanzlerkandidat. Und jetzt kann man nicht gerade sagen, diesem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Das ist richtig. Sollte eigentlich heute der große Tag auch von Friedrich Merz werden. Die Gremien, die Spitzengremien von CDU und von CSU wollen ihn ja heute offiziell zum Kanzlerkandidaten auch vorschlagen. Genau, da prasselt jetzt dieses Negativergebnis aus Brandenburg rein, verhagelt eigentlich diesen Auftakt für Friedrich Merz. Jetzt können wir mal fragen, wie groß ist der Anteil an diesem Debakel auch? Wie groß ist sein Anteil? Der ist sicherlich jetzt nicht übermäßig groß, aber ganz klar ist, dieser Tag ist heute nicht der Auftakt zu einer furiosen Friedrich-Merz-Show in den nächsten 12 Monaten, sondern startet eher sehr gedämpft. Aber vielleicht der Auftakt fürs Ende der Ampelregierung? Möglich ist das. Donald Trump scheint übrigens die Wahl in Brandenburg auch ganz genau verfolgt zu haben, Jan. Das hast du mir vorhin schon irgendwie so zugerufen, aber sag nochmal genau warum. Ja, er hat gesagt, es war wirklich kurz nachdem die ersten Ergebnisse raus waren, kam die Meldung aus den USA, dass er gesagt hat, wenn ich bei den US-Wahlen nicht gewinne, dann bin ich weg. Dann trete ich nicht nochmal an. Das ist also von Woidke gelernt. Von Woidke gelernt heißt, ja, Siegen lernen möglicherweise. Mit etwas relevanteren Auswirkungen. Danke, Jan. Vielen Dank.